Hallo zusammen, es ist wieder Loot-Chest-Time. Und zwar nicht irgendeine Loot-Chest, sondern eine ganz besondere Loot-Chest, denn die Loot-Chest ist ein Jahr alt geworden. Party! Ihr kennt das Bild von diesem hübschen Lootbook für Mai. Vielleicht, und zwar ein Jahr ist die Loot-Chest geworden, und zwar war das auf der April, auf dem T-Shirt in der April, in der April Loot-Chest. Fand ich richtig cool. Und auch diese Loot-Chest, oder gerade diese Loot-Chest, hat es besonders in sich. Ich muss mich mal gerade hinsetzen, damit ich nicht jemand der Popschütz verschwinde, ne? Und zwar fängt das Ganze an mit Kopfhörern von Rocket Zero. Ich habe keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen, weißt du. Machen wir mal auf. Ich muss sagen, ich war erstmal dachte ich, der Postbote hat mir eine leere Loot-Chest vor die Tür gestellt, weil die stand mal wieder einfach nur vor meiner Tür. Entschuldigung, ich brauche eine Schere. Einfach nur vor meiner Tür. Und ich fühlte sich recht leicht an. Und dann dachte ich erstmal, oh, wenn ich das aufmache, warum bist du zerknautschen so? Und man hat das Tesa nicht richtig gesehen. Richtig nice verpackt das Ganze. Hier unten auch noch. Ah, nee, das ist ein. Ah, okay, ja, check ich. Okay, cool. In blau-schwarz. Sieht sehr nice aus. Die Kopfhörer selber. Muss mal gucken, ich habe das Problem meistens, dass sie bei mir nicht in den Ohren bleiben. Kriegen wir die da raus? Ich will die jetzt eigentlich nicht komplett auspacken. Ich will nur mal was gucken. Oh, jetzt habe ich den. Verdammt. Schnell wieder alles auseinander. Ey, ist unglaublich. Das ist unglaublich. So. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Ich halte das mal näher an die Kamera. Wahrscheinlich spiegelt sich das jetzt alles, aber egal. Sehr nice. Und auch diese Box, schön so eine. So hier mit Magneten. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Oh, den Zettel muss ich wieder reinpacken. Eieieiei. Und dann was für die Bastelfreunde unter euch, uns. Ich hätte nicht anfangen mit dürfen. Und zwar ein Creo Star Trek Bausen. So. Und damit, das Video wird jetzt mehrere Stunden dauern, denn Ich werde jetzt bauen. Und ihr müsst zugucken. So einfach ist es halt. Da habe ich mir doch die Schere hingelegt. Ich meine, ich habe zwar noch 5 da in dem Stifthalter stehen. Aber eine sollte eigentlich reichen. Voll konzentriert, die guckt macht aus. Aha. Das ist auch nochmal ein Klebestreifen. Also mit Tesa wird hier echt nicht gespart. Und zwar ist das wie Lego, würde ich mal behaupten wollen. Und man kann da. Warte. Was mit Batterie? Star Trek Schifflein bauen. Das ist da auch nochmal zugeklebt. Alter Verwalter. Die benutzen ja anscheinend noch lieber Tesa als ich. Das ist ja unglaublich. Man kann damit
So, war das jetzt alles an Tesa oder muss ich noch mehr entfernen? Sogar glaube ich mit Bauinstruktionen. Genau, hier mit Bauinstruktion, das leuchtet dann auch so hübsch, weil da sind Batterien dabei. Und man kann man kann sich damit, das ist wie Lego. Ich zeige euch das mal kurz. Das ist wie Lego-Steinchen. Vermutlich, wenn ich das jetzt anfange zu bauen, sitzen wir hier noch ein paar Stunden. Aber eigentlich müsste ich das ja jetzt bauen, oder? Komm, wir machen das schnell mal. Oder ich baue das nachher, nehme das separat auf und pack das irgendwie rein in das Video oder hinten dran oder keine Ahnung. Sehr nice, sehr nice. Wir machen auch gleich weiter. Auch in dieser Loot Chest haben wir wieder ein cooles T-Shirt. Und zwar das Titan Training Shirt. In weiß. Mit schwarzem Aufdruck. Servus. Und ich mag ja diesen Geruch von frisch ausgepackten T-Shirts. Ist ja unglaublich. Also diese Kiste hat einige Sachen, die ich richtig, richtig, richtig geil finde. Man bekommt ein komplettes Spiel, also nicht nur ein etwas zum Bauen, sondern auch ein Spiel geschenkt. Und zwar Pixel Heroes, Bite and Magic, kenne ich übrigens durch den lieben Gronkh, der das aktuell Let's Play oder vielleicht auch Let's Play hat. Ich weiß gerade gar nicht, ob er denn schon fertig ist damit. Ja. Und wer kennt das nicht? Also, ich kenne das noch. Kennt ihr das noch? Der C64 Retro. Sticker, das ist der Bootscreen vom C64. Das war noch toll. Ja, das waren Zeiten. Was auch ganz geil ist, auch kenne ich auch aus meiner Jugend, so alt bin ich noch gar nicht, aber ich kenne es tatsächlich aus meiner Jugend, und zwar Center Shocks. Boah, die gab es ja in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, Apfel, Kirsch, und die waren übelst geil. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, damit liegt ihr immer richtig. Einfach das Beste, was es gibt. Mehr kennt Rio nicht aus. Jetzt müsste ich lügen. Ich weiß gerade gar nicht, aus welcher Lutsches. Die Sparbüchse. Das war jetzt auch Rio. Irgendjemand wird schon kommen und sagen, nee, es war nicht Rio. Auf jeden Fall auch aus Street Fighter. Ich glaube, es war Rio. Ja, ich sehe ihn doch da oben. Genau so aus. Gleiche Handbewegung. Oh, Center Shocks. Also, liebes Loot Chest Team, solltet ihr das sehen? Zufällig? Ihr könnt mir in meine nächste Box auch gerne nur Center Shocks reinpacken. Bin ich euch nicht böse drüber.
Also vermutlich arbeite. Geil. Wenn du da drückst. Hallo, Gen. Ne? Michlein, immer wenn du drückst, ruft er. Oh Mann, ich habe wieder ein Spielzeug bekommen, das ist ganz schlimm. Ja, ich habe wieder ein tolles Spielzeug bekommen. Oh Mann. Ja. Hallo, Ken. Das war es auch schon mit der Blue Chess Mai 2015. Wieder richtig geiles Zeug dabei. Ah, halt, warte. Irgendwas war noch drin. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ah, ja. Ich habe ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Video. Tut mir leid. Vorletzten Video. Erwähnt, die Blue Chest wird ein bisschen zur Rocket Beans Chest. Ja. Also, Simon und der, dessen Namen ich nicht weiß, kenne ich noch von Game One. War Game One, ja. Wahrscheinlich waren die anderen auch bei Game One, keine Ahnung. Ja, wieder ein Rocket Beans Goodie drinne. Ja, Goodie, wie wir es sehen mal. Oh, ey, diese Center Shock ist einfach geil. Tut mir leid, dass ich euch jetzt hier einen vorkaue. Aber die sind richtig gut. Verlieren leider. Verlieren leider. Mikaugummi ist relativ schnell am Geschmack. Aber sehr, sehr geil. Ich sag dann, tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zu, entweder zur nächsten Loot Chest oder zum nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch. Tschüss.